was geht ab? Mocker hier am Start. Heute in einem richtig geilen Auto-Vlog. Wir sind unterwegs. Ich habe meinen Vater weggebracht. Er hat sich ein neues Moped geholt. Sind wir eben hingetuckert. Jetzt fährt er das Motorrad nach Hause. Ich fahre das Auto nach Hause. Wir geben jetzt mal gleich Vollgas. Aber Jungs, Alter, eben die ganze Zeit Stau. Hier ist 120, darf man auch nicht schneller fahren. Was willst du denn machen? Aber so ist das Leben. Wetter richtig, richtig gut. Wieder Zeit, Wetter zu genießen. Ich werde gleich mit der Mila rausgehen und mal spazieren. Gucken mal, was wir so alles machen möchten oder können. Denn ich will heute Abend auch streamen. Und ich habe mir heute ein kleines Thema für einen Auto-Vlog überlegt. Ich habe vor allem, das ist mir eben eigentlich erst spontan, ich wollte über was anderes quatschen, aber mir eben spontan eingefallen, ich habe ein bisschen mit meinem Vater gequatscht. Da ist das Navi runtergefallen. Ich habe ein bisschen mit meinem Vater gequatscht und zwar wegen dem Thema Gamen, ja. Also ich bin ja eher der Zocker, er zockt weniger, aber er guckt sich trotzdem so, hat mir erzählt, er hat einen Kanal abonniert, ja. Was für ein Kanal, kannte ich nicht, also dass es keiner meiner Kanäle ist, die ich schaue, ist schon klar. Ne? Das ist, ich glaube nicht, dass mein Vater jetzt irgendwie, frag mich nicht, Hand of Blood oder so ein Shit guckt. Aber er hat gesagt, er hat einen Kanal abonniert. Da geht es um Flugzeug-Simulationskämpfe. Ja? Das heißt also, die kämpfen da anscheinend, gibt es irgendein Spiel, da kämpfen die mit 20, 40 Mann gegeneinander, so eine Art War Thunder. Ich dachte auch erstmal War Thunder, hat er gesagt, nee, das habe ich mir auch mal angeguckt, war nicht so, das war so schon realistisch. Da musst du alles einzeln einstellen und so, dies, das. Und dann habe ich mir überlegt, okay, kenne ich jetzt außer War Thunder, kenne ich kein Flugspiel, ja. Aber damals kannte man ja ein paar, ne. Mir fallen jetzt die Namen schon irgendwie YI oder so hießen die, ich weiß es nicht mehr. Damals gab es einige solche Spiele, ja. Genauso wie Autodenn-Spiele waren damals gehypt, das glaube ich, okay. Need for Speed zockt, glaube ich, immer noch die ein oder andere Person oder Gran Turismo oder sowas. Aber es gibt so viele Spiele. Oh, hier kommt eine Baustelle. Mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Gibt es Spiele oder gibt es allgemein noch bedingte Spielarten, ja? Woran ich zum Beispiel Interesse habe, ist sind Strategiespiele, ja? Wir kennen zum Beispiel Age of Empires, ein sehr, sehr gutes Strategie-Game. Gibt es, glaube ich, nach 2 kam dann, aber es kam Age of Empires 3. Aber hat man das so wirklich gespielt? Bin mir ehrlich gesagt unsicher, ob man es gespielt hat oder nicht. Ich kenne keinen zumindest, der Age of Empires 3 gespielt hat und begeistert war. Age of Empires 2 oder so gibt es in meinem Alter oder gibt es auch ein paar jüngere Leute, die das immer noch gerne spielen, so mal im Teamspeak. Aber ist danach noch irgendein Strategiespiel gekommen? Damals gab es ja auch Empire Earth, es gab Cossacks, es gab Castle, oh nee, nicht Castle, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Stronghold hieß das. Es gab wirklich viele Strategie-Games, ja. Gibt es heutzutage noch welche? Company of Heroes 2 war das letzte, was ich geholt habe, aber das war ja auch nicht mehr so. Ich weiß, StarCraft 2 ist rausgekommen. StarCraft 2 wäre ein Strategie-Game, was von Blizzard ist. Ich denke, aber das konnte sich auch nur wegen Blizzard halten. So, es gab StarCraft 1, hatte viele Fans, ja, aber sind wir ehrlich, Blizzard-Games schlagen immer gut an, egal ob sie scheiße sind oder nicht. Ich glaube, Heroes of the Storm ist das mit den wenigsten Erfolgen, aber jetzt kommt ja auch, ich glaube, war das Destiny? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt falsche Infos verteile. Entweder, ich glaube, Destiny 2, was jetzt kommt, war das Destiny 2 oder das war Division 2? Ich glaube, eins von den beiden. Ich glaube, Destiny 2 sollte das werden. Oder Division 2, eins von den beiden sollte auf jeden Fall auch ein Blizzard-Game werden. Wird ein Blizzard-Launcher kommen, wird auch bestimmt auch wieder einen enormen Hype generieren. Und man weiß, Blizzard supportet seine Games. Blizzard-Games sind cheatfreier, denn beziehungsweise sind die cheatfreiesten Games meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, wie das wird. Aber ich suche noch ein richtig gutes Strategie-Games. Aber wieso sind die A nicht vorhanden und B sind die auch nicht gefragt? Ich kenne keinen meiner Kollegen, die sagen, ja, lass mal ein Strategie-Game spielen. Anno kam jetzt raus, ist doch kein Strategie-Game, es ist so ein Aufbauspiel, ja. Strategisch minimal, würde ich sagen, aber war ja auch ein Singleplayer-Game. Gibt es keine Multiplayer-Games mehr? Command & Conquer, was ist damit? Wo sind die Command & Conquer-Teile hin?
Oder sind die einfach anders? Passen die nicht mehr in die neue Zeit? Chat, was haltet ihr davon? Ich sage immer Chat. Dabei meine ich euch, ja, Zuschauer. Jungs, Mädels, was haltet ihr davon? Gibt es noch sowas wie Flugzeugspiele außer War Thunder? Gibt es, die gespielt werden? Natürlich gibt es irgendwo irgendwas, aber die gespielt werden, die gut sind. Gibt es Auto-Rennspiele? Ja, okay, Dirt kam, Dirt 2 soll, glaube ich, jetzt kommen. Crew 2 kommt, glaube ich, jetzt wieder. Also es gibt Auto-Rennspiele, gibt es schon, aber gibt es noch irgendwelche Arten von Spielen, die es damals gegeben hat, die es nicht mehr gibt? Jump'n'Run gibt es immer noch, Crash Bandicoot, Spyro Enter the Dragon, wo sind solche Spiele? Jetzt gibt es ja sowas wie Dark Souls, ja, also so Fantasy mit einer richtig krassen Grafik, aber wo ist denn Super Mario, sowas, Super Mario, Spyro, gibt es auch, glaube ich, kaum noch. Oder ich müsste mir vielleicht eine Konsole holen, vielleicht gibt es die dann, naja. Jungs, jetzt genießt noch ein bisschen die Aussicht und gleich nochmal eine Runde mit Mila. Wir sind schon wieder zu Hause angekommen. Ich bin hier mit der kleinen Mila. Komm her. Ich muss sie mal zerren, weil die sonst wegläuft. Die kleine Rohr. Die ist erschöpft. Ich habe ihn eben laufen lassen. Bei Fuß. Bleib mal hier, weil um die Ecke könnten andere Hunde kommen und die hier. Mila. Wollen wir mal vorlaufen. Mal gleich vorlaufen. Gleich gibt es Leckerli. Die weiß das. Ja, Jungs, wir sind hier und ich bin jetzt mal, ich wollte nur so auf ein, zwei Kommentare eingehen. Bisschen auf einen Kommentar habe ich gesehen, also ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Er hat einen ellenlangen Text verfasst, fand ich auch sehr gut, hat seine Meinung geäußert. Und der hat eine wichtige Sache gesagt. Ich habe mich gefragt letztes Mal, wieso habt ihr eigentlich uns abonniert, beziehungsweise wieso seid ihr da geblieben? Und er hat gesagt, was, also das fand ich ganz cool, hier sind Kühe. Eigentlich lustig, aber... Da sind Bremsen und die beißen, deswegen verdüsen wir uns schnell. Der hatte gesagt Folgendes. Der hat gesagt, wir sind da geblieben, weil wir fanden eure Teamarbeit ziemlich cool, strategisch, technisch, sowas. Und natürlich noch ein paar mehr Sachen. Aber genau diese Teamarbeit, die wir damals bei Arma hatten, die wir bei... Ja, okay, CS hatten wir die wenige, aber dieses... Ah, Jungs, diese... Natürlich, Ark hat man auch so viel mit Strategie, mit Köpfchen gearbeitet und so. Und... Wir müssen ein Spiel finden, wieder so irgendein Survival-Game oder ein strategisch kluges Spiel, was wir spielen wollen. Mal gucken, ob wir das schaffen, Jungs. Erstmal die Sonnenbrille abnehmen, ist ja unhöflich. Aber ich werde hier auch das Video gleich beenden. Mila, sag nochmal gleich Tschüss. Ich sag Tschüss, Jungs, haut rein, genießt das Wetter. Bleibt so, wie ihr seid. Peace.